Du hast ja schon angekündigt. Ich hoffe mal, wir sind hier Readies. Unser junger griechischer Sportfreund, der wird mir auf jeden Fall umlaufen. Ja, da musst du auch in der Lage sein, mit Rückhand den ersten Ball zu spielen. Dann weißt du halt auch, okay, der weiß ganz genau, der kriegt nicht so viele Chancen, solche Bälle zu spielen. Ja. Stark jetzt. Da war wieder gut auf halblang gespielt. Die größte Legende, die es in Krenzau gibt, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Starke Rückhand. Viel weniger Rückschlagfehler als in den anderen Spielen. Ja, das ist jetzt nicht, weil die Aufschläge einfach schlechter sind, sondern weil... Wechselhaft, kann ich dir sagen. Spiele den auch kurz in die Vorhand. Also du kannst ihn ganz, ganz schwer sehen, ganz spät sehen. Da war Hack drin. Um einzigen Ball komplett aus dem Konzept bringen. Ne? Ja. Dieser Unterschnitt da in die Vorhand. Ja. Ja, das lässt sich schön anschauen. Ja, auf jeden Fall sind wir auch nicht umsonst hier jetzt 2-1 in Führung. Ja. Und das für die Chance, richtig zurückzufinden. Müssen sie mal so leicht zu urteilen. Ne? Also deswegen mag ich auch gar nicht immer so die Leistung als solche zu bewerten, wenn ich nicht derjenige bin, der im Alltag mit den Leuten zu tun hat. Ja, weil man selten weiß. Und damit geht der zweite Satz an Steger. Kriegt er einfach auch so ein bisschen eine Rückmeldung für sich. Wie sich das anfühlt, wenn jemand seine besten Bälle spielt auf dem Niveau. Und das bringt ihn einfach weiter. Ne? Und vor allem, er hat ja Talent, unglaubliches Talent. Ne? Ja. Was er jetzt hier auch zeigt, zwar bleibt. Das ist. Ja. Wenn du nur da anfängst, die Banane zu spielen und danach blockst. Ne? Und die älteren Spieler zu sehen, wie die diese ganzen Entwicklungen mitgehen. Ne? Und angesprochen mit den Materialien, wie der Ball jetzt stehen bleibt mit der wenigen Rotation, das ist schon alles ein bisschen anders. Genau, und wie aber die Tischtennisindustrie darauf reagiert und auch die Spieler selber darauf reagieren. Ne? Also wenn die Belagindustrie entwickelt dann wieder Belege, die dann einen anderen Winkel im Schlag ermöglichen. Die Spieler entwickeln andere Schlagansätze, andere Möglichkeiten, die Bälle zu spielen. Also, ja, es hört nie auf. Ne? Also,